Mein Name ist Andreas Jung, ich bin Sprecher für Landwirtschaft verbindet Rheinland-Pfalz. Und wir haben hier flächendeckend im Land die Aktion beim Lebensmitteleinzelhandel heute Nacht ins Leben gerufen. Wir blockieren flächendeckend im Land in verschiedenen Teilen im Bundesgebiet, auch in Bayern und im Norden werden Zentrallager besetzt. Und wir haben hier uns den Deal in Koblenz vorgeknöpft. Also wir werden die Nacht über hier bleiben, wir werden auch morgen früh noch hier den einliefernden Verkehr behindern, so gut wie es geht, so weit wie es der Rechtsrahmen irgendwo noch zulässt. Und heute Abend haben wir den ausliefernden Verkehr, wie Sie sehen, hier blockiert. Wir haben hier vor das Tor eine große Maschine gestellt. In der Landwirtschaft reicht ja manchmal eine Maschine, um was zu bewegen. Und deswegen haben wir hier das Tor zugestellt, dass es hier nicht mehr weitergeht. Und das war der schnellste Weg für den Moment, bis die anderen Schlepper sich eingefunden haben. Und wir stehen mit ca. 500 Fahrzeugen, sind wir losgefahren. Hat sich schon ein bisschen verschleppt, aber es sind immer noch große Teilnehmerzahlen hier und wir werden auch noch ein bisschen hier ausharren. Also wir haben hier zum einen Landwirtschaft am seidenen Faden demonstriert. Wir haben einen 250-Tonnen-Kran hier aufgebaut, der einen Traktor in die Luft hebt am seidenen Faden oder mehr oder weniger dünnen Seil. Und das ist einfach so, dass die Landwirtschaft an diesem dünnen Faden aktuell hängt und sich entscheidet, welcher Betrieb weitermacht, welcher Betrieb weiterkämpft und welcher Betrieb aufgibt und quasi, weil das Seil gerissen ist, mehr oder weniger dann aufgeben wird oder aufgeben muss. Und von daher ist es so, dass wir diese Aktion in der Art und Weise in Szene gesetzt haben, weil einfach ein ganz, ganz dünnes Band aktuell besteht zwischen Weitermachen und Aufgeben. Also wir kämpfen nicht nur für uns, sondern auch für die Verbraucher, die einfach auch die deutschen Produkte kaufen wollen. Und es kann jetzt sein, dass deutsche Produkte zum Exklusivprodukt irgendwo avancieren, nur weil irgendwie die Preise künstlich nach oben getrieben werden, jeder hier abgreifen will von dem großen Paket. Und der es produziert am Schluss, der kriegt am wenigsten. Und das sehen wir nicht mehr ein und deswegen stehen wir hier.